Ich grüße euch, ihr Lieben. Heute gucke ich mal die einzelnen Zeichen der Astrologie. Jetzt fangen wir mit den Luftzeichen an. Wassermann, Zwillinge und Waage. Was denn der Juli 2021 euch im Speziellen bringt? Annette hier. Bitte bedenkt, das ist eine allgemeine Sehung. Wenn ihr damit resoniert, bitte weiter anschauen. Wenn nicht, versucht nicht, irgendwas erzwingen zu wollen. So, jetzt gucken wir uns die Herrschaften und Damenschaften einmal an. Luftzeichen. Oh, die Luftzeichen müssen aufpassen, im Juli nicht den Boden zu verlieren. Ganz wichtig, ihr schwingt vor Energie, vor Spirit, vor nicht negativ zu verstehen, Heiligkeit, so ungefähr 1 bis 1,5 Meter über dem Boden. Und das kann gefährlich sein, wenn man mal schnell von einem Windzug davon geweht wird. Ihr spürt Leichtigkeit. Ihr habt viel losgelassen. Ihr habt euch treiben lassen. Und das ist etwas in Anführungsstrichen Positives. Ihr habt Ballast losgelassen in den letzten Monaten. Menschen, die euch immer wieder verletzt haben, ausgenutzt haben. Habt ihr den Stinkefinger gezeigt? Ihr müsst aufpassen, im Juli sind die noch wie in Hab-8-Stellung am äußersten Rand eurer Realität und laufen so und suchen, wo kann ich denn im Feld eindringen, um wieder Schaden anzurichten bei demjenigen, den ich noch nicht losgelassen habe. Denn nur weil ihr jemanden losgelassen habt oder gesagt habt, nein, so nicht mehr, heißt es nicht, dass der im Endeffekt gelernt hat, worum es geht und was er jetzt zu verändern hat für sich, wo er Verantwortung zu übernehmen hat. Deshalb ist die Erdung wichtig, immer wieder darauf zu achten, dass ihr geerdet seid. Denn über die Erdung seht ihr, wenn jemand hinterrücks in euer Feld eindringt, um euch sozusagen den Baseballschläger über den Kopf von hinten zu hauen. Ihr habt eine Ausstrahlung im Juli, ihr habt Magie in euch. Es ist alles Silber um euch herum, Silber Sparkling. Das ist so dieses, die Magie eben, dieses Zaubern zu können, das, was ich anfasse. Das fängt an zu leben, zu sprühen, zu wachsen und zu gedeihen. Und da ist doch wohl klar, dass die Leute, die das mitbekommen, sich bei euch ranheften wollen. Wenn ihr wie Phönix aus der Asche weiter aufsteigt, wollen die euren Schwanz packen und mit aufsteigen und dafür aber nichts tun. Funktioniert nicht. Deshalb ist die Erdung wichtig, dass ihr seht, hey, da hängt wieder jemand an meinem Schwanz hinten, runter da. Verpiss dich, auf Deutsch gesagt, und such dir deinen eigenen Aufstieg und stell dich deiner Verantwortung. Dinge, wo ihr vorher sehr viel gebraucht habt, als Beispiel, wir haben wieder Deutschstunde, Leute. Um satt zu werden, brauche ich 5 Kilo Äpfel. Werdet ihr merken, dass ihr denselben Benefit, dasselbe High in euch, in eurem Körper spürt, schon nach, sagen wir, 2,5 Kilo Äpfel. Ihr braucht weniger, weil durch die immer wieder zu kontrollierende Erdung werdet ihr von Mutter Erde aufgrund eures Aufstiegs, eurer Öffnung, eurer Heiligkeit und eurer Magie
perfekt genährt über die Anbindung in euren Erdenstern. Es ist so ganz, ganz schön, als wenn ihr von innen über diese Anbindung Energien bekommt, Magie bekommt, um euch von innen aufzupolstern, noch mehr Glow, noch mehr Jugend, noch mehr Straffheit, noch mehr Feuchtigkeit. Wenn ihr wisst ja, wie jemand aussieht, der total vertrocknet ist, ne? Und ihr bekommt Feuchtigkeit und diese Prallheit durch die Verbindung zur Mutter Erde. Und weil ihr das bekommt, ist dieses, ich brauche 5 Kilo, Gedöns nicht mehr für euch wirklich relevant. Ihr braucht weniger. Ihr fühlt euch wohl mit weniger und ihr wollt euch nicht mehr beschweren mit irgendwelchen Dingen, die euch nicht gut tun. Warnung, ihr spürt mehr, ihr fühlt mehr. Wenn ihr Dinge anfasst, das knallt in die Fingerspitzen rein und durch den ganzen Körper durch. Es kann teilweise sehr unangenehm sein, wenn ihr aber wisst, worum es geht, Erdung. Denn wenn ihr zu hoch fliegt, bleibt die Energie dessen, was ihr spürt, von dem, was ihr angefasst habt, in eurem Körper und knallt da immer irgendwie gegen die Zellwände und gegen euren Körper, was unangenehm ist. Sobald ihr aber dann wieder feststellt, hey, hallo Erdung, Füße auf den Boden, Fußchakren öffnen, geht die Energie über eure Füße raus in Mutter Erde und wird dort in Mutter Erde absorbiert. Und bitte, es ist ganz wichtig, sagt mir Mutter Erde, wenn ihr diese Energie spürt, durch diesen Aufstieg, durch diese Erweiterung eurer Energien oder Fähigkeiten, Möglichkeiten, Dinge zu spüren, wenn ihr sie anfasst, berührt, ist es so, einerseits nährt euch Mutter Erde über die Niere 1, Fußchakren, und wenn ihr aber gut geerdet seid, ihr Lieben, deshalb bitte ich euch, das zu tun, wenn die Energie über die Hände in den Körper reinkommt und ihr es ableitet in die Erde, diese neuen Informationen, die ihr erhaltet, ist es praktisch, ich bekämpfe Feuer mit Feuer, aber nicht bekämpfen, sondern ich nähe mit der Energie, die ich ableite, in Mutter Erde, die ich gerade spüre, weil ich das und das angefasst habe, Mutter Erde, und gebe ihr etwas zurück, wo sie mich so schön genährt hat, wisst ihr? Und das ist so wichtig, dass ihr in diesem Monat als Luftzeichen darauf achtet. Was habe ich noch? Ihr kommt relativ gut durch. Es ist manchmal so, mitten auf der Straße steht plötzlich ein Riesenbaum oder ein Pfahl. Und da ist auch wieder die Erdung wichtig, dass ihr nicht gegen diesen Pfahl weht, fliegt als Luftzeichen, sondern den gut umschifft. Und wenn ihr darauf achtet, kommt ihr relativ gut durch den Juli. Es ist anstrengend, weil durch die Fähigkeitenerhöhung, ich habe Leute drin von euch, die hellhörig sind, da vergrößern sich die Ohren enorm. Und damit muss man erstmal klarkommen, dass ihr mehr hört, und das bringt ihn dann noch gerne durcheinander, so dass man wirklich durch den Wind ist. Da ist wieder die Erdung, wie gesagt, gucken, ah, da ist wieder ein Baumstamm, da muss ich drumrum. Man hat echt zu tun mit den, mit dem erhöhten Bewusstsein, klarzukommen. Und deshalb ist es ganz gut, dass im Außen man gut durchkommt, in Anführungsstrichen durch den Juli, weil man so mit sich beschäftigt ist, mit seinem Aufstieg, mit der Erweiterung, mit dem ich beobachte, wer in mein Feld kommt und mir was tun will, Modus, dass es so ganz gut ist. Achtung, ihr strahlt, ihr seid schön, ihr seid sexy, ob Männlein oder Weiblein. Hallo, es gibt tatsächlich auch Männer, die sexy sein können, stellt euch mal vor, haha. Ihr steht da und jeder sieht euch und eure Magie, eure Schönheit, dieses Glow, was ihr durch Mutter Erde im Inneren habt, strahlt nach außen aus. Und ganz viele Bienchen, Männlein wie Weiblein, werden natürlich auf euch aufmerksam werden, ihr Luftzeichen. Und man versucht euch mit einem
Schmetterlingsköcher, so ein Fischdings für die Luft, einzufangen. Nicht das Erstbeste nehmen, ihr Lieben. Nur weil euch einer Honig ums Maul schmiert, ob Männlein oder Weiblein, ist egal. Nicht das Erstbeste nehmen. Ihr seid mit euch beschäftigt. Und wer wirklich an euch interessiert ist, ihr Lieben, der wartet so lange, bis ihr durch eure Schule des Aufstiegs und des Klarkommens mit den neuen Energien, mit den neuen Informationen durch seid. Und wer dann noch da ist, ihr Lieben, den könnt ihr euch genauer ansehen. Und genauer ansehen ist für mich als Information der Oktober, der dann interessant werden könnte für euch. Ansonsten habt Spaß. Freut euch über jeden Baumfall, wo ihr vorbei seid und wo ihr nicht gegengeflogen seid. Beobachtet die Welt mit euren heiligen Augen, mit euren großen Augen. Ihr habt eure Seelen im Juli in den Augen ganz stark verankert und man sieht sie. Wenn man euch in die Augen sieht, ist man verzaubert, ist man hypnotisiert, ist man der Welt entrückt. Und in diesem Moment sind die Menschen, die euch in die Augen sehen, ihr Lieben, im Hier und Jetzt. Und die Seele und das Wesen kann ihre Themen dadurch angehen. Ihr seid Magie für andere. Ich hoffe, euch gedient zu haben. Wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Fühlt euch gedrückt, umarmt, geknuddelt. Macht's gut, ihr Lieben.